Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Daisy Standalone. Zu dritt. Egal. Er ist da hinten. Er hat sie komplett verfahren und da ist gerade eine Bombe runtergekommen. Ich hoffe, ich denke dran und schneide das zusammen, weil ich habe dann Alt-F10 gemacht. Ja. Emanuel, ich glaube, wir müssen hoch hier, ne? Lass mal zusammenfahren, wenigstens. Ja, dann komm. Kick. Ist noch nicht da. Und jetzt? Komm. Rein und links. Rechts. Rein und links, komm. Ist links, genau. Licht! Oh ja. Alter Scheiße. So. Ich meine, das spielt trotz der vor Realismus, ja. Hä, hey, wie nochmal? Guck meine Waffe auch immer oben durch die Ecke. Natürlich. Hey, oh, Scheiße. Alter. Hast du Sirenen? Ah, pass auf! Oh! Hast du Sirenen? Ach so! Ja, wir kommen gleich zu dir. Oh, er ist da hinten. Ich höre dich, wir hören dich. Oh fuck. Komm hier links lang. Das habe ich gehofft, aber wenn ich jetzt schon nach hinten gucke, sind wir schon voll im Rauch drinne. Echt? Ja. Oh, hier nicht mehr. Ist ja genau dahinter, Alter. Ihr müsst den Weg wieder zurückfahren. Yep. Nee, warte mal. Ja. Ah, sein Auto. Dein Auto ist aber nicht in der Zone, ne? Nein. Ich komme hier nicht, doch. Gib mal Gummi, achso. Ja. Uiuiui. Oh, ein Crawler. Ein Crawler. Ey, direkt okay. Bei ihm geht die Action los. Schön im zweiten Unterjacken, aber vorsichtig. Wo seid ihr? Habt den ganzen Spaß verpasst. Ja, wir müssen einen kompletten Umweg nehmen, halb durch den Wald hier. So ganz komisch was fällt. Umrunden. Genau. Oh, pass auf, hier rechts sind Steine von mir. Ja. Ich fahre in deiner Spur. Ah, da rechts. Alter. Wie ein Packwitz, ey. Im Gelände. Wir müssen hier links. Wir müssen hier links, 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 links. Da ist nämlich der Weg da rein. Ah. Warte, warte, warte. Ja, fahr. Das Quietschen vom Baum war gerade gruselig. Knatschen, nicht quietschen. Der ist knatschig, der Baum. Ich hab schon wieder einen Infekt. Schon wieder Fieber bestimmt. Auch Granaten, schön. Ich glaube, hier geht's auch nicht weiter, ne? Oder geht da hinten Weg weiter? Warte, ich brauche hier erstmal wieder die ganze Scheiße hier. Soll ich euch eine Drahtparikade mitnehmen? Drahtbarrikade. Ach, dieses dieses, was man aufbaut, ja? Age Barrier. Hattest du das nicht für irgendwas gebraucht? Doch klar, du wolltest das doch für deine Base nehmen, Kalle, ne? Für was? Für Zelte. Was denn? Drahtgeflecht. Ja, aufbauen. Ja, kannst du mal mitnehmen. Okay. Alter, links geht eine Straße hoch. Ich glaube, den. Ich guck jetzt mal hier hoch. Wir sind gerade bei der Schießanlage. Ich denke mal, erst dann links hoch, ne? Hier ist ein genau. Ach, hier geht's auch links hoch weiter. Na gut, er wollte ja irgendwann unser Licht sehen vom Auto, das ist ja ultra hell! Ich bin weggerutscht. Wie soll denn da rechts lang fahren? Ja, wollte gerade sagen, wir müssen auch hier rechts. Oh. Hey, warum ist mein. Ich habe meine Stoppuhr nicht angehabt. Okay, das Video könnte länger gehen. Hier, Parcours, hier bist du! Ja. Ja. Beim Kran bin ich gerade. Kran? Da! Achso, der Kran ist da hinten. Rechts, Manu, rechts. Alter, jetzt fahren wir hier Parkuhr. Es kann passieren gleich, wenn ich aussteige, dass ich alles voll kotze. Ich sehe euch. Fahren wir richtig auf dich zu? Ah ja, hier sind die ganzen Baracken. Ich sehe ihn immer noch nicht. Hier geradezu. Also, zurück. Leichen sind.
Krass, kam die direkt bei dir runter, die Bombe. Guck, jetzt kotze ich, ich steig aus und? Ne? Okay, dann mach ich Licht aus. Geht da auch nur noch ein Licht bei mir? Nee, wollte gerade sagen. Die ganzen Baracken hast du schon, ja? Nee, ich bin gerade die zwei. Achso. Also da, wo ich jetzt war, dann keiner aus. Alter, das Licht, doch. Junge. Jetzt die Frage, wie lange bleibt denn diese Scheißzone jetzt hier? War nämlich überall Tür offen, ich dachte. Ja, hier, die, wo die Türen offen sind, ja, da hinten war ich noch nicht drin. Okay, da ist halt auch alles offen. Und hier unten sind auch noch ein paar schöne. Eine Skimaske. Hier kriegst du gleich eine schöne Skimaske, wenn es geil drauf. So. Geht auch immer schön die Türme hoch. Sturm, ich ja. Eher nicht so gerne. Wir hatten das eine Zeit lang mal gemacht, dass wir immer dadurch ringsrum gelaufen sind. Um die Base. Ah, die Grünen, ja. Naja, weil da ist eigentlich auch manchmal richtig kein Loot drin. Ja, nicht mehr. Ist gar nichts mehr drin. Irgendwie nicht, nee. Ja, da ist. M4s und hast du nicht gesehen, aber dazu und, oh. Richtig krank gesagt. Damit haben wir uns komplett einmal ausgerüstet gehabt. Da ist so nichts mehr drin. So viel Muni, was wir damals rausgekriegt haben, das war immer so episch. I have an ACOG. Handfunkgerät. Hat er schon. Oh mein Gott, ja nicht. Ja, wir haben es einfach nur dran, so optisch. Ja gut, ne, wir haben es sogar einmal schon gespielt. Brauchst noch wer ein Pistolenlicht? Nee. Oh, eine Zange zum Reparieren. Ein Rucksack. Damit kannst du Autos reparieren. Ein großer Rucksack. Achso. Und eine SKS. Brauchst du noch einen großen Rucksack? Was für einen großen Rucksack? Wie über 63 braucht er. Ne, den Feldrucksack. 90? Ja, den braucht er. Oder bräuchte er, ich weiß. Bin schmeiß ins Auto. Die SKS ist eigentlich auch ganz geil, müsste ich auch mal wieder spielen. Ich nehme die nochmal mit. Ach krass, hier richtiges Parkourgelände, ist das geil. Habe ich glaube ich auch noch nie gesehen. Hier auf der anderen Seite auch nochmal richtig geil. Richtig, so, also Killbox-mäßig. So schön Schießtraining machen. Ach hier, Bootcamp. VR, ja. Zero Kaliber. Ja, wenn man es so sieht. Ich bin froh, dass da nichts gibt, wo du dich wirklich auf den Boden legen musst. Obwohl ich mich ja auch eigentlich immer auf den Boden schmeiße direkt. Ich weiß auch, wo Laura reinkam und ich auf dem Boden lag. Die hat ja auch gedacht, was ist das für ein Klopp hier, ey. Das ist der behinderte Junge. Guck welche auf die Flesse. Was hat der, bin ich Single. Scheiße. Komm ich hier über die Mauer? Mauer. Nee. Ja, gut, okay. Liegt drinnen der Rucksack. War das? Warst du das? Nein, das war ich. Das war ich. Scheiße, mein Gewehr liegt da oben da drinnen. Fuck. Fünf, fünf, sechs mal fünf, vier Munition. Atok. Oh, hier liegt der Sniper drin. Dauert das ein bisschen, weil ich mein ein Magazin leere. Mit Visier dran. Ah, ich glaube mit diesem Billigvisier. SK bla bla bla. 5966. SKS? SK59. Also eine Bekannte, die kennen wir auf jeden Fall. Ach so, die mit 10 Schuss integriert. Das Ding, ja, ist das. SK59, genau. Brauchst du? Nee. Das eingebaute Magazin. Habe ich gerade gefunden. Welche Qualität? Abgenutzt. Nee, noch schlechter. Nee, Quatsch. Das war... Beschädigt? Ich glaube sogar demoliert, oder? Demoliert ist die hier. Die ist noch kaputt. Na gut, kannst du doch nicht kloppen, das Ding. Trick, Ding. Das stinkt. Tünfelstoße. Die riecht gut. Vor allem, die ist hier in der warmen Halle die ganze Zeit drin. Das löppt bei der. Riecht
kletter mal hoch auf die jene Baustelle und guck mal, ob ich irgendwas erhaschen kann, was in der Zone drin ist. Der spawnt erst dann, sobald du drin bist. Oh. Yep. Ich habe nämlich mal gegoogelt, weil Manu und ich haben uns immer ganz dicht davor gestellt und einmal geschossen, dass die zu uns laufen, die da drin sind. Die spawnen erst dann, sobald du hustest. Habe ich auch ausprobiert, funktioniert auch nicht. Ich habe gehustet, war ein bisschen drin, habe schon Schaden halt auch genommen und die sind trotzdem nicht gekommen. Die sind genau bei den Hallen. Hä, wo bist du jetzt draufgegangen? Aufs Baustellengebäude hier, ganz groß beim Kran. Ja. Ach, hier ist die Treppe. Und ich kletter gerade den Kran hoch. Oh, sicher? Achso, hast du deine Bandage dabei, ne? Darf ich schießen? Hier nicht. Ja, ja. Achso, also von meiner Seite aus ja. Wo bist du denn? Hä, ich bin auch offen. Ach, da! Erstmal gucken, bevor wir da. Patrouillenhose. Naja, HCP. Und ihr wart jetzt da drüben so, oder? Nee, wir waren in die Richtung ganz weit. Da. Ja, guck mal zum Tor, zum Kran. Manu! Da ist eine Jacke für dich. Falls du nicht schon eine bessere hast. Manu? Was denn? Wir hätten durch den kurzen Rauch wirklich fahren können. Na gut, sofern die Autos dann nicht einfach ausgehen, wenn sie. Wow, wir waren ja wirklich. Ja, wir waren direkt hier vorne. Also hätten wir wahrscheinlich durchfahren können. Garagen können wir auch nochmal gucken. Ja. Ich bin schon so schwach isoliert, scheiße. Du hast gesagt, du hast schon Zombies gesehen in der Zone? Nee. Achso. In der Zone nicht. Ich hab die ja nur alle gehabt. Aber ich meine, die Zone ist so scheiße platziert, da ist geiler Loot drin. Oh, jetzt ist da natürlich dann noch krasserer Loot drin, ne? Ja, ist die Frage, wie lange die Zone bleibt. Naja, das wird, denke ich mal, zeitgleich. Was gibst du da drin mit Bandagen? Ich habe keine Ahnung. Der eine Typ im Video meinte, das ist nicht lange. Das lohnt sich nicht. Man müsste dann wirklich eine komplette Klamotte haben, weil so viel Zeug kannst du gar nicht. Brauchst du wirklich eine komplette Klamotte oder reicht, wenn du eine Sache halt nicht hast? Achso, scheiße. Uns fehlen Hosen. Wir haben alles sonst. Achso, hier, guck mal, was ich gerade gefunden habe. Da. Der Jute Jörtel. Hab ich schon, danke. Ach, hast du schon? Dann lass ihn liegen. Hast du auch die ganzen Autos durchgeguckt hinten im Fuhrpark? Da irgendwo eine Hose drin liegt? Ich hätte damals schon immer was in die Autos reingepackt manchmal. Ich habe alles durchgeguckt, also wirklich alles. Ja, ich würde zu gerne in die Zone rein, das ist unglaublich. Ja, im Grunde, wenn nicht, könnten wir es ja einfach mal ausprobieren, aber. Ja, wer würde es freiwillig machen, das ist es halt. Wenn wir wirklich nur diese Blutungsscheiß kriegen, was wir ja wegmachen können, geht's. Ja, da komplett durch so eine Wolke durch, oder? Wie? Ich hab doch eine Maske auf, müsste doch aushalten. Der Körper ist schon Resistenz dagegen. Ja, ich verdränge die jetzt mal mit meiner Wolke. Ja gut, dann lass mal zu den Garagen laufen, schnell. Sofern man da hinkommt. Lass mich mal vorgehen oder halt mal ein bisschen Abstand. Wenn da nur einer. Also ich nehme mir mal hier direkt die 8. Das sieht doch gut aus. Ja, doch, okay. Wir hätten ja nicht mit dem Auto weiterfahren können. Scheiße, ey. Aha, Klamotte. Kampfanzugsjacke, wenn du die anziehen willst. Ich nicht, ne? Ja, aber Kugel die vielleicht. Oh Gott! Ja. Ich weiß nicht, ob das. Ah, nee. Okay. Vorsicht, wenn du reingehst. Am besten nicht mehr nach ganz hinten gehen. Hustest du, oder? Es war auf jeden Fall gerade ganz kurz so komisch grün. Hä? Da geh mal bitte. Es war doch hier. Keine Ahnung. Wollen wir versuchen? Ich opfer mich, ich leg mein Zeug da rein, nehm Bandagen mit und renne so weit in die Zone rein wie möglich und renne wieder raus, um die Zombies da versuchen rauszulocken. Boah. Ja gut, dann packen wir dein Zeug ins Auto. Lass das Auto mal ein bisschen näher ranfahren, dann können wir uns da draufstellen zur Not. Alle drei so nebeneinander. Ja, aber wer weiß, wo er dann spawnt wieder, ne, wenn er stirbt. Ja, wieder unten. Ja gut, stimmt. Das ist das Problem, aber. So, stellen wir die Autos hin und dann Licht an und dann
Genau, pack am besten auf dein Auto. In dein Auto. Ach so, scheiße, jetzt sind wir natürlich auch mit drei Autos hier. Ja, wenn wir egal. Wissen, wo der genau. Und wenn, hier ist jetzt nichts so krass Wichtiges drin. Bei Kalle ist auch noch Platz, wieso? Bei mir ist halt, ich bin nämlich bald voll, aber ich könnte auch das Drahtgeflecht einfach erstmal rausschmeißen. So wichtig ist es erstmal nicht. Das war ja ein Auto sein. Wie weit können wir fahren? Das versucht er. Achso, oh, ich hoffe, die Autos gehen hier einfach aus und sind kaputt. Wird versuchen hier. Ey, Zombie? Hier ist doch ein Zombie! Jetzt läuft ernsthaft hinter Manu hinterher. Ich würde mich auf diesen Hügel hier stellen, wenn ich. Ja, genau. Ich fahr mal langsam weiter. Okay. Ich komm nicht hoch. Doch, jetzt. Verlierst du Leben? Nein. Dann hoch. ETF, ey. Machen wir hier auch mal Licht an bei dem Auto? Naja, gut, das bringt euch nichts, aber. Oh, 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 oh! Es ist tatsächlich wirklich nur ein Zentimeter. Okay, ich muss mich jetzt schon verbinden, ne? Ich war nicht mal drinnen. Leider, doch, laut Spiel, ja. Wenn die Zombies nachher um die Autos rumlaufen, sollten vorsichtig wegen nicht auf der Auto schießen. Ja. Meins ist schon übelst. Immer gechillt bleiben und brrrt. Okay, ich schieße jetzt, ja. Ich habe ja die lauteste. Der bringt ja nichts, es ist ja so an laut Internet noch keiner drinnen. Ich meine, wir können es gerne machen. Ach so, meinst du deswegen? Ja, laut Internet wurde gesagt, solange du nicht drinne bist in der Zone, sind auch keine Zombies da. Es muss jemand drin sein, so irgendwie. Ich habe das auch nicht so ganz verstanden. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie sinnvoll es wäre. Kannst du dir aussuchen? Du kannst auch ruhig mit dem Auto reinfahren. Nee. Okay. Das riskiere ich nicht. Ich werde mit einer Pistole reingehen. Ja. Und ohne Schalli und einfach wild rumballern. Oder so. Oh nein, die Zombies sind hinter uns schon wieder alle gespawnt, ne? Ist lächerlich. Aber packst alles in mein Auto rein. Echt? Ja, ist egal, pack rein. So. Oh. Du stehst gerade vor deinem. Ja, ich bin gerade vor meinem, aber sein wird's mir als erstes angezeigt. Wow. Nee, ist ja egal. Hab mich nur gerade gewundert, warum mein Auto immer tiefer geht. Das wäre. Ah, schon wieder habe ich den Effekt. Ja, super, das habe ich den für immer. Bei mir ist auch immer weg, ja. Immer ist jetzt fressig. Ja, und wenn ich die ganze Zeit zwischendurch immer Vitaminpillen. Aktivkohle. Mache ich jetzt übrigens auch. Vitamin und Kohle gebe ich auch noch einer. Ja, du kennst mich ja, mache ich ja eigentlich auch immer. Aber irgendwann hat es mir einfach gereicht. Ich habe keinen Bock mehr drauf gehabt, das wirklich alle 10 Sekunden reinzuballern. Ja, was sollte ich sagen? Ja. Wie oft haben wir mich umgebracht? Ja. Trotzdem. So, Fieberthermometer nochmal im Po stecken, mal gucken, was das jetzt sagt. Vorhin hatte ich 38,5. Packst du überhaupt alles raus, Kruger? Nicht alles, also ich lasse nur grundlegende Sachen drin. 36,2, also Fieber ist das nicht. Falls du eine Jacke anziehen willst, bei mir ist noch eine drin. Kannst dazu nur deine wegpacken. Ah! Okay, die Aktivkohle ging sofort weg, was bedeutet, die Aktivkohle ist nicht dafür für diese Krankheit gewesen. Okay. Also die Tabletten, das Tablettensymbol ging sofort weg. So. Wünsche mir Glück. Machen wir. Allahu Akbar. Der hustet jetzt schon alles voll. Und er stirbt. Oh, ich dachte, du bist jetzt umgekippt. Nee. Du crouched? Wie der Weg. Ich muss auch gleich die Zombies hinter uns haben. Hast du immer noch nur eine Schnittwunde oder hast du ein paar mehr? Krank schon. Ah. Zombies kommen bei uns. Ja, ist egal. Ja, die kommt zu ihm. Oh, scheiße, ja.
sind schon zwei Schnittwunden. Dann schieß noch mal ein paar Mal. Oh, dreh dich doch nicht so schnell, du Asche gesiecht. In den Rücken geballert habe ich die Olle. Siehst du irgendjemanden? Nein. Oh. Gar nicht. WTF? Ja, ich bin ohnmächtig. Okay. Wie dumm ist das denn? Ah, gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, du kriegst denn eine Schnittwunde nach der anderen. Es wird immer mehr und mehr und mehr. Hm. Ich war jetzt in die Baracken drin, ne? Aber ich konnte mich halt nicht mehr bewegen, weil ich mich nur noch übergeben habe. Schade. Schade, schade. Ich hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, Alter, das sind auch keine Zombies. Vielleicht sind da auch keine Zombies im Allgemeinen. Doch, ich habe ja ein Video gesehen, da waren ja Zombies. Da lag ein toter Zombie. Nee, die sind da rumgelaufen mit Schutzweste. Die in Gelb sind da rumgelaufen, wie Sau. Na gut, wie Sau nicht. Also wie Sau nicht. Wenn die in Gelb rumgelaufen wären, hätte man von denen nicht klauen können. Ja, richtig. Aber, ha. Mann. Schade. Blöd. Schade, schade. Ja, bin ich mal gespannt. Du spawnst ja dann gleich unten. Irgendwo am Meer. Ach du Scheiße, wo bin ich? Irgendwo in der Einbuchtung. Schlecht. Fährt alles gerade ohne mich los. Oder? Hä? Ich habe ja gesagt, jetzt dann fahren wir jetzt schon mal los. Hier stand auch noch ein Auto, ne? Ja, das habe ich gesehen. Könnt ihr da noch loopen? Sonst wäre die Tour ja für den Arsch. Wo hier looten? Ja, je nachdem, wo du bist, sag ich mal, weil... Ich bin... scheinbar rechts. Oben rechts? Ja. Bei Oschla in der Nähe. Olscha? Hm. O-L-S-H-A? Ach du Scheiße. Beim Boot. Er ist beim Boot, wenn dann. Ja, bei den. Ich glaube ja. Aber da sind auch Gebäude. Entweder da. Sag mal die erste Zahl nochmal: 14.000. Dann bist du bei, wahrscheinlich bei Svetlojarsk. Ach du Scheiße. Und die hinterste Zahl ist 13.000 ungefähr. Die hinterste Zahl? Ja. Ja, dann ist er, ach du Scheiße, wieder ganz hinten. Aber bist du recht nah, traue ich mich mal zu sagen, an der Schule dran. Ja, gut. Trotzdem erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt auch noch oben, schreibt den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss.